sehr beeindruckt hat, also nicht nur wegen der Berichterstattung, sondern auch wegen des Vorgangs. Mhm. Weil dieser Fall, auch wenn es schwer ist, ihn zu beurteilen, ohne ihn aus den Akten zu kennen, einige Besonderheiten aufweist, die nicht üblich sind und die sich in der Gesamtschau zu einem Skandal auswachsen. Vielleicht kommen wir da nachher mal drauf zurück, aber ich will von vornherein sagen, also nicht, dass der Eindruck entsteht, es sei üblich, dass man in Deutschland sehr schnell von Gerichten in psychiatrische Anstalten eingewiesen wird. Wenn man das aber so liest und das, was Sie da aufgeschrieben haben, zusammen mit Ihrem Kollegen, das liest sich wie ein Krimi, das ist ein Thriller der allerbesten Güte. Und ich sag mal, wenn das Fiktion wäre, würde man sagen, das haben die toll erfunden und das hat sich die Ex-Frau und ein paar andere möglicherweise sehr schön zusammengereimt. Aber das hat tatsächlich so oder so ähnlich, die Wahrheitsfindung ist nicht einfach, zugetragen. Bevor wir gleich ausführlich darüber sprechen, schauen wir einmal kurz rein und stellen den Mann vor, um den es geht. Bitte schön. So, grüß Gott, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gustl Ferdinand Monnack. Ich stamme aus Nürnberg und bin in eine absolut unglaubliche Geschichte geraten, wo ich bitte um ein kurzes Gehör. Hilferuf eines angeblich Wahnsinnigen. Seit 7 Jahren sitzt Gustl Mollert in der Psychiatrie. Und das möglicherweise zu Unrecht. Seit Monaten beschäftigt der Fall die Öffentlichkeit. Mollerts Geschichte klingt unglaublich. 2002 beschuldigt er seine Frau, Vermögensberaterin bei der Hypervereinsbank, in illegale Geldgeschäfte verwickelt zu sein. Doch niemand schenkt ihm Gehör. Es entwickelt sich ein Rosenkrieg. Seine Frau zeigt ihn schließlich wegen Körperverletzung an. Mollert wird wegen vermeintlicher Gemeingefährlichkeit in die Psychiatrie eingewiesen. Zu werden zu einem gewalttätigen, wahnsinnigen Monster, das ist Vernichtung. Plötzlich werden sie behandelt, als wären sie der letzte Dreck. Der Fall verstößt laut Experten von Anfang an gegen fundamentale Regeln des Strafrechts. Ermittlungen werden teils unterbunden, Zeugen nicht geladen. Mollert wird von Ärzten für wahnhaft erklärt, die ihn nie untersucht haben, und von einem Richter verurteilt, der ihn noch nicht einmal anhört. Also das Gericht hat Herrn Mollert ganz offenkundig von Anfang an für verrückt gehalten und hat die Angaben der Ehefrau wirklich für bare Münze genommen. Eine echte Beweiswürdigung hat nicht stattgefunden. Gustl Mollert sitzt seit mehr als 7 Jahren in der geschlossenen Psychiatrie. Und das, obwohl sich inzwischen seine Aussagen in Kernbereichen als wahr und richtig herausgestellt haben. Wie konnte es so weit kommen? Und ist Gustl Mollert tatsächlich Opfer eines Justizskandals? Das ist die große Frage, Herr Ritzer. Ist er das? Naja, ich glaube, wir haben es beim Fall Mollert mit mehreren Handlungsebenen zu tun. Wir haben es natürlich mit großen Fehlern der Justiz zu tun. Wir haben es aber auch mit Intrigen zu tun, teilweise aus dem privaten Bereich. Und wir haben es mit ziemlich üblen Machenschaften auch zu tun. Und alles zusammen gibt diese Gemengenlage, die diesen Fall Mollert so einmalig macht. Bevor wir gleich tiefer in die Geschichte einsteigen, wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen, gesprochen, gehört? Also mein Kollege Olaf Pschibilla, der ja... Ich bin ja heute nur einer von zweien. Wir haben ja das Buch zusammengeschrieben. Olaf Pschibilla hat gestern mit ihm erst telefoniert. Besucht haben wir ihn vor ungefähr 2 Wochen in der geschlossenen Psychiatrie. Wenn wir jetzt einmal reingehen in diesen Fall. Die Frau von Gustl Mollert, die Ex-Frau, hat gearbeitet als Vermögensberaterin bei der Hypervereinsbank. Das ist richtig, ja. Und er hat mitbekommen und hat ihr auch immer wieder vorgeworfen, dass sie teils prominenten, auf jeden Fall sehr wohlhabenden, reichen Kunden dabei hilft, Schwarzgeld auf illegale Weise in die Schweiz zu schaffen. Ist das richtig? Das ist im Kern so richtig, ja. Hat sie das gemacht, ist die große Frage. Oder ist das nur ein Vorwurf, den er formuliert? Also in all den Prozessen gegen Mollert wurden diese Geschichten, die er da erzählt, immer als Ausdruck seines krankhaften und gefährlichen Wahns gewertet. Tatsächlich ist es so, dass die Hypovereinsbank bereits Anfang 2003 selber diese Vorwürfe untersucht hat. Mollert hatte nicht nur an die Justiz geschrieben, Mollert hatte auch an die Bank geschrieben und hat gesagt, meine Frau und ihre Kollegen machen da illegale Geldgeschäfte in der Schweiz. Und die Hypovereinsbank hat was Richtiges getan, die hat das untersucht und kam dann zum Ergebnis, im März 2003, dass alle Vorwürfe Mollerts im Kern zutrafen und er über Insiderwissen verfügt.
Da gehen doch alle Lampen an. Da gingen auch sicherlich in der Bank alle Lampen an. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Bank diesen Revisionsbericht, der daraus entstanden ist, nicht veröffentlicht hat. Beziehungsweise sie musste ihn ja nicht veröffentlichen. Sie hätte ihn ja der Justiz zum Beispiel geben können. Und kein Richter, kein psychiatrischer Sachverständiger hätte es wahrscheinlich noch wagen können zu sagen, Herrn Mollerts Schwarzgeldgeschichten sind Ausdruck eines krankhaften Wahns. So, diese Schwarzgeldgeschichten hat er dann auch vor Gericht immer wieder formuliert. Aber die große Frage ist, warum beschuldigt erstmal einen Ehemann, seine eigene Frau, solche Dinge zu tun, schwärzt sie dann sozusagen auch noch an, wenn man so will? Und wie kam es zu diesem ersten Verfahren? Was ist da zwischen diesen beiden Menschen davor passiert? Das war ein Rosenkrieg, wo sich beide nichts mehr geschenkt haben. So würde ich das mal zusammenfassen. Nachdem Olaf Schibilla und ich ja wirklich sehr viele Akten in dem Zusammenhang aus dieser Zeit Briefe gelesen haben. Die Ehefrau sagt, er hätte mit den Schwarzgeldvorwürfen erst begonnen, als sie sich von ihm getrennt hatte. Er sagt, er hätte vorher schon auf sie einwirken wollen, dass sie diese Geschäfte lässt. Man muss wissen, Gustl Mollert war ja nicht nur der Ferrari-Fahrer. Gustl Mollert war auch in der Friedensbewegung aktiv. Er war einer wahrscheinlich der ersten Bios, die es in Nürnberg gab, der ersten Ökos. Das war also eine sehr vielschichtige und ist eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, er gerät in Konflikt mit ihr und irgendwann eskaliert die ganze Situation und es kommt zu einem folgenschweren Streit. Im Zuge dieses Streits soll er sie geschlagen haben. Mit welchen Folgen? Das war der Grund, warum Gustl Mollert ja überhaupt zum Fall für Gericht wurde. Seine Frau zeigte ihn irgendwann an und sagte, er hat mich schwer misshandelt, legte ein Attest vor, das Monate später entstanden ist und auch jetzt bei der Wiederaufnahme eine Rolle spielen kann. Mollert hat von Anfang an im Prinzip seine Verteidigung vor Gericht so aufgebaut, dass er sagt, ich bin hier wegen Körperverletzungen angeklagt, aber im Grunde geht es nur darum, dass man nicht will, dass ich diese Schwarzgeldgeschichten enthülle. Hat er seine Frau geschlagen oder nicht? Ich war nicht dabei. Er ist, was weiß man? Was gibt das ärztliche Attest her? Also es gibt ein ärztliches Attest, das große, das schon Misshandlungen der Ehefrau attestiert. Es gibt aber auch große Zweifel an diesem Attest, ob es so richtig zustande gekommen ist. Ich möchte mich da nicht festlegen, weil es schlichtweg nicht geklärt ist. Welche Zweifel gibt es da? Dieses Attest wurde Monate später erst ausgestellt. Dann soll es eine Beziehung geben, eine freundschaftliche Beziehung zwischen der früheren Ehefrau von Herrn Mollert, der damaligen Ehefrau von Herrn Mollert und einer Angestellten der Praxis. Und was jetzt bei der Wiederaufnahme vor Gericht eine Rolle spielt, dieses Attest wurde nur scheinbar von der Ärztin damals ausgestellt und in Wirklichkeit von ihrem Sohn aber unterschrieben. Ihr Sohn, der auch Arzt ist in der Praxis? Der auch zu diesem Zeitpunkt schon berechtigt war. Aber im rechtlichen Sinne ist es wohl eine falsche Urkunde. Und was allein schon eigentlich ein Wiederaufnahmegrund sein müsste. Und es ist wichtig, mal diese Geschichte auch zu hören, weil es ganz viele solcher kleinen Ungereimtheiten in diesem Fall gibt. Warum erst Monate später dieses Attest? Also wenn die eigentliche Tat, die vermeintliche, vermutliche Tat, Monate vorher passiert sein soll? Naja, die Frau ist halt erst ein paar Monate nach der Tat zum Arzt gegangen. Also sie ist vielleicht schon vorher zum Arzt gegangen, aber das Attest wurde eben einige Monate später ausgestellt. Wissen Sie, Herr Lanz, mit dieser Körperverletzung, das ist ja so eine Sache. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, selbst wenn diese Körperverletzung stimmt, selbst wenn sich das so zugetragen hat, dann hätte Herr Mollert den Gerichtssaal vermutlich als freier Mann verlassen. Er war wieder vorbestraft. Die Sozialprognose wäre wahrscheinlich auch positiv gewesen. Er wäre mit einer Bewährungsstrafe rausgekommen. Dadurch, dass seine Frau ihn dann aber letztlich auch zum Fall für die Psychiatrie hat werden lassen, kam er in eine Spirale, aus der er bis heute nicht mehr rauskommt. Ist auch eine Frage, die wir mal bei anderer Gelegenheit und gesondert diskutieren sollten, ob es in Ordnung ist, seine Frau zu schlagen und dann trotzdem als freier Mann so einen Gerichtssaal zu verlassen. Eine ganz andere Geschichte. Trotzdem, was hat er ihr vorgeworfen im Zusammenhang mit diesem Schwarzgeld? Er hat ihr vorgeworfen, dass sie eben für reiche Kunden, für bekannte Kunden Geld in die Schweiz transferiert. Er behauptet, sie hätte sich zum Beispiel dafür einen Tag auch in der Woche dann irgendwann freigenommen. Immer freitags wäre sie teilweise mit Bargeld in die Schweiz gefahren, was ja auch so ein Indiz dafür ist, dass das eben kein versteuertes Geld war, weil sonst kann man es ja auch ganz normal überweisen. Herr Kubicki lacht.
Er hatte auch eine Unmenge von Belegen sicherlich zu Hause gefunden. Teilweise scheinen diese Geschäfte über das Privathaus auch abgewickelt worden zu sein. Mhm. Es gab da Überweisungsbelege, wie zum Beispiel überweisen Sie vom Konto Pythagoras auf das Konto Leim 2112 so und so viel 10.000, die offenbar in die Schweiz gefaxt wurden. Und immer zur gleichen Person. Und es hatte also da offenbar einen klaren Hintergrund. So, und dann kommt es zu diesem Verfahren, zu diesem Prozess. Und Herr Mollert erzählt immer wieder, eigentlich geht es hier nicht um Körperverletzung, es geht nicht um Gewalt gegen meine Ehefrau, sondern eigentlich geht es hier in Wahrheit um Schwarzgeld. Keiner glaubt ihm, keiner hört ihm zu. Diese Behauptung, dass Herr Mollert sich das in einer Art Wahn ausdenkt und sozusagen nicht zurechnungsfähig ist. Worauf stützt sich die? Hätte ja sein können, dass er die Wahrheit spricht. Warum hört dem keiner zu? Ich würde jetzt einfach mal ketzerisch sagen, es wollte keiner hören. Es wollte keiner hören. Herr Mollert hatte auch Anzeige, er hatte auch Strafanzeige gestellt. Ich glaube sogar mehrfach an die Staatsanwaltschaft. Da standen Namen drin von Menschen, die er beschuldigt hat, dass sie verwickelt sind. Da standen Namen von Zeugen drin. Da standen auch eigene Schilderungen im Raum, dass er selber sagt, ich war mit meiner Frau in der Schweiz bei Schwarzgeldtreffs mit Schweizer Bankern dabei. Nur war es eben so, es wollte keiner hören. Die Staatsanwaltschaft hat keine Ermittlungen eingeleitet und vor Gericht im August 2006 vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth, als er verurteilt wurde und er wurde von dem Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen und auch von Reifenstechereien, die man ihm zwischenzeitlich noch in dieses Verfahren mit reingepackt hat, wurde er freigesprochen, weil er schuldunfähig ja in die Psychiatrie gesperrt wurde. Das war der eigentliche Grund für diesen Freispruch. Ja, das war der eigentliche Grund für den Freispruch, ja. Trotzdem noch mal die Frage, jetzt aus Sicht des Gerichtes. Wenn da einer ist, der in diesem Gerichtssaal steht, weil er mutmaßlich seine Frau verprügelt hat, und zwar so verprügelt hat, dass sie dann irgendwann auch zum Arzt gehen musste und es ihr tatsächlich sehr schlecht ging. Und der dann anfängt zu erzählen von angeblichen Schwarzgeldkonten irgendwo in der Schweiz. Könnte man sagen, nachvollziehbar, wenn an der Stelle ein Richter sagt, lenken Sie nicht ab von dem, was Sie eigentlich getan haben. Lenken Sie nicht ab von dem eigentlichen Delikt. Herr Lanz, das ist die schöne Theorie. So sollte es sein. Die Praxis war so, dass nach Aussage von Augenzeugen dieses Prozesses der Richter Herrn Mollert über Stunden hinweg bei dem Thema nicht zu Wort kommen ließ. Er hat ihm das Wort abgeschnitten in dem Moment, wenn er nur anfangen wollte, über Schwarzgeld zu reden. Und diese Verhandlung muss in beiden Teilen ein einziges Gebrülle gewesen sein. Das ist keine Behauptung von Pschipilla und mir, sondern dafür gibt es Zeugen, die im Zuhörerraum saßen. Und auch ein Schöffe, ein früherer, also ein Laienrichter, der an dem Urteil beteiligt war, schämt sich heute dafür und sagt, ja, das war so und er trägt heute zur Rehabilitierung von Mollert bei. Und auch da ist es wieder so ein Detail, dass Sie ebenfalls schildern und dass man natürlich so in der Form nicht belegen kann, aber es ist eine Spekulation, die zumindest höchst interessant ist. Der Richter erscheint, wenn man Ihr Buch liest, als befangen. Warum? Der Richter hat bereits 2 Jahre zuvor, als Mollert auch die Steuerfahndung, also die Finanzbehörden, angeschrieben hatte und auf diese Geschäfte hingewiesen hat, auf die Schwarzgeldgeschäfte, schon da hat er in einem Telefonat, wie man inzwischen weiß, mit der Steuerfahndung im Prinzip erklärt, dass man diesen Vorgängen doch keinen Glauben schenken muss. Und es gibt einen Aktenvermerk des zuständigen Steuerfahnders, der dann irgendwie in seine Akten geschrieben hat, M. ist gleich Spinner. Da kann man sich also ganz gut vorstellen, dass dieser Richter schon 2 Jahre vorher, bevor er scheinbar unbefangen über Mollert urteilen sollte, dass er also 2 Jahre vorher schon wusste, was er von Herrn Mollert zu halten hat. Welches Interesse sollte der daran haben? Letztendlich ist es so, dass wir im Moment nur eine Spur haben, nämlich es gibt eine Verbindung, eine alte Handball-Connection zwischen dem damaligen Freund und jetzigen Ehemann der früheren Frau Mollert und diesem Richter. Der Richter war mal Handballtrainer beim 1. FC Nürnberg und der damalige Partner, Freund, jetzige Ehemann war sein Spieler. Es gibt auch den Satz seiner heutigen Ex-Frau, die sagt, wenn du mit diesen Vorwürfen, mit diesem Schwarzgeldvorwurf nicht aufhörst, dann werde ich dich in die Psychiatrie bringen. Richtig. Und wenn du schweigst,
kriegst du 500.000. Darfst du 500.000 behalten? Das ist richtig. Das ist eine Aussage. Es gibt einen Freund der Mollats aus gemeinsamen Ferrari-Zeiten, einen Zahnarzt aus Bad Pyrmont, der erst Jahre später wieder Kontakt zu Mollat gefunden hat. Und der erzählt, Mollats Frau habe ihn angerufen und genau das gesagt. Der ist, was kannst du Gustl sagen? Der ist sinngemäß jetzt, das kannst du Gustl sagen, der ist doch verrückt. Den lasse ich für verrückt erklären. Ich weiß, wie das geht. Ich habe gute Beziehungen. Und man muss vielleicht auch noch eines wissen. Wie wurde Mollat überhaupt zum Fall für die Psychiatrie? Ich sagte ja bereits, wäre er normal, als normal gesunder vom Amtsgericht gelandet, wäre er wahrscheinlich mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Wenige Tage vor dem Prozess ging seine Frau in die Bezirksklinik nach Erlangen, also in eine psychiatrische Klinik, und erzählte dort einer Ärztin, wie sich ihr Mann angeblich verhält. Und diese Ärztin schrieb ein Attest auf offiziellem Klinikpapier, in dem es hieß, bei mir war die Frau Mollat. Die Frau Mollat hat mir das und das über ihren Mann erzählt. Ich halte die Frau für glaubwürdig, der Mann ist gefährlich. Der ist möglicherweise psychisch krank. Die hatte den nie gesehen. In ihrem Leben nie untersucht, geschweige denn gesehen. Aber dieses Attest war natürlich eine Steilvorlage. Die Ehefrau hat das dann dem Gericht überlassen. Und dann steht natürlich der Richter plötzlich unter Druck. Er muss ja entscheiden. Ja, was mache ich jetzt? Da steht ja die Frage der Schuldunfähigkeit im Raum. Und deswegen landete der Fall dann auch vom Amtsgericht wurde er abgegeben zum Landgericht. Für uns Laien einmal runtergebrochen, was mir völlig schleierhaft ist und ein Punkt auch, bei dem ich mich immer wieder frage, wie kann das sein, auch in unserem Land, in dem wir alle ja großes Vertrauen auch in die Justiz und in alle Institutionen haben, dass jemand vor Gericht für verrückt erklärt wird, um es jetzt mal salopp zu formulieren, der von Gutachtern bewertet worden ist, die den niemals gesehen haben und auch nie befragt haben. Ach, das passierte im Fall Mollat öfter. Es gab mehrere Jahre, wo Gutachter für das Gericht Herrn Mollat für krank, für wahnsinnig und für gefährlich erklärt haben, die ihn nie gesehen haben. Da passierten kurioseste Dinge. Es war zum Beispiel so, ein Gutachter, von dem wollte sich Herr Mollat auch begutachten lassen. Das fand er klasse. Von dem hatte er einen guten Aufsatz gelesen, wo der Gutachter vorher geschrieben hatte, wenn man ein Gutachten schreibt, muss man einem Menschen dann auch entsprechend Respekt entgegenbringen. Dazu gehört, dass man ihn rechtzeitig vorher Bescheid gibt. Und dann hat Herr Mollat gesagt, okay, wenn ich meine Krankenakte lesen darf und wenn ich 14 Tage, bevor ich begutachtet werden soll, Bescheid bekomme, dann bin ich damit einverstanden. Die Wirklichkeit sah dann aber so aus, dass der Krankenpfleger irgendwann an seinem Zimmer in der Psychiatrie klopft, die Tür aufmacht und sagt, Herr Mollat, mitkommen, der Gutachter ist da. Und dann hat sich Herr Mollat schlichtweg geweigert und hat gesagt, das war nicht ausgemacht. Und daraus wurde ihm dann ein Strick gedreht, so nach dem Motto, er will sich ja nicht begutachten lassen, er will sich ja nicht explorieren, also untersuchen lassen, also muss ich das halt auf Basis der Akten entscheiden und begutachten. Wie geht's jetzt weiter? Letzte Frage im Fall Mollat. Die Musik spielt jetzt in Regensburg. Es gibt einen Wiederaufnahmeantrag von Herrn Mollat, respektive seines Anwalts Herrn Strate. Der datiert von Mitte Februar. Und es gibt einen Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft Regensburg. Das ist ja auch was ganz Seltenes, dass im Prinzip beide Seiten eines Strafprozesses sagen, Leute, wir müssen das nochmal aufrollen, da gibt es Ungereimtheiten. Nur ist es so, dass das Landgericht Regensburg schlichtweg nicht zu Potte kommt. Diese Anträge liegen da und es tut sich nichts. Und es gibt jetzt die vage Ankündigung, innerhalb der nächsten zwei Monate wird sich was tun. Ich sage ganz offen, ich bin da höchst skeptisch. Nach all den Erfahrungen, die wir bei monatelangen Recherchen im Fall Mollat jetzt gemacht haben und nach allem, was wir da gelesen und mitbekommen haben, befürchte ich, dass diese Geschichte jetzt in die bayerischen Sommerferien gezogen wird. Danach haben wir sofort Landtagswahl, in der Hoffnung, dass man diese Geschichte aus der politischen Diskussion, aus dem Wahlkampf auch noch heraushalten kann und danach irgendwie, entschuldigen Sie, kein Hahn mehr nach Herrn Mollat kräht. Wir sollten uns in absehbarer Zeit einfach wieder hier an dieser Stelle treffen, um weiter über diesen Fall zu sprechen und den so auch in der Öffentlichkeit zu halten. Herzlichen Dank, Herr Ritzer, für diese Auskunft. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen.